Resilienz heißt übersetzt Widerstandsfähigkeit. Man könnte es auch übersetzen mit innerer Stärke. Und wenn wir es beziehen auf unseren Umgang mit uns selbst in Bezug auf Burnout, dann heißt es auch die Fähigkeit, ein gesundes Leben führen zu können. Resilienz basiert einerseits darauf, dass wir lernen, uns selber zu steuern, zu regulieren, zu führen, zu planen und das auf eine gute Weise. Man könnte sagen, Resilienz ist auch Lebensführungskompetenz. Resilienz erfordert aber auch eine Fähigkeit, in mitmenschlichen Beziehungen angemessen sich zu verhalten, mit Nähe und Distanz gut umzugehen, sich unterstützen lassen zu lernen, sich zu nähren in Beziehungen, auch andere zu unterstützen, sodass auch eine Widerstandsfähigkeit gegenüber kritischen Situationen auftritt, die man vielleicht so aus ganz eigener Kraft nicht bewältigt. Und letztendlich ist ein Mensch dann resilient, wenn er, ich würde mal sagen, ein sinnvolles Leben fühlt, wenn er sich stark genug fühlt und gestärkt fühlt, dadurch, dass er den Eindruck hat und für sich selbst überzeugt davon ist, dass das, was er tut, sinnvoll ist, dass es sein Leben erfüllt, dass es ihm etwas gibt. Und das kann einfach auch etwas Spirituelles oder Religiöses oder so etwas in dieser Art sein. Resilienz könnte man zusammenfassen als psychosoziale Kompetenz. Und sie ist damit eigentlich nicht nur auf Gesundheit bezogen, sondern überhaupt eine Ressource, die für jede Art von beruflicher Tätigkeit oder für jede Art von Lebensführungssituationen hilfreich und nützlich ist.